Ja, vielen Dank an die Tagesschau. Silvio Berlusconi vor Gericht und die Welt schaut zu. Auch wir später in der Sendung und damit guten Abend heute zu Brisant. Es sind Szenen, mit denen sich sonst gern Hollywoods Actionkino schmückt. Bei der deutschen Polizei sind sie dann doch eher selten. Auf der A17 Dresden Richtung Prag liefern sich Polizei und ein silberner Kombi ein wildes Rennen. Die Jagd hatte begonnen, als eine Zivilstreife das Auto kontrollieren wollte und plötzlich etwas entdeckte. Das war ein kleiner Bildfehler, das bitten wir zu entschuldigen. Es gibt so Tage, da lassen uns die gruseligen Meldungen nicht los. Montag, da haben wir über die Entführung einer Frau von einem Parkplatz im Südharz berichtet. Das war ein ziemlich mysteriöser Kriminalfall, weil der Entführer aus dem Kofferraum gestiegen war. Schnell stand der Ehemann der Frau unter Verdacht. Gestern nach unserer Sendung wurde die Frau dann gefunden, auch ihr Ehemann, beide tot. Als ein Haus auf Zeit, so war es geplant und so ist es gekommen. Ein Kunstobjekt auf dem Essener Zechengelände ist abgebrannt. Jetzt ist das Haus auf Zeit also tatsächlich schneller zerstört worden als gedacht. 550 Altpapierballen haben sich in Flammen und Rauch aufgelöst. Ein Prozess bewegt die Welt. Auf der Anklagebank sitzt Italiens wichtigster Mann, Silvio Berlusconi. Wieder einmal. Doch diesmal könnte es ernst werden. Die Vorwürfe wiegen schwer. Amtsmissbrauch und Sex mit einer Minderjährigen. Silvio Berlusconi hat das Gesetz schon oft für seine Zwecke, sagen wir, gedehnt. Diesmal hofft er nun auf prominente Hilfe. Die Zeugen, die für ihn aussagen sollen, klingen wie die Gästeliste einer prominenten Party. Eine Menschenkette gegen das Vergessen schlossen heute 1500 Schüler, Freunde und Lehrer in Bochum. In Erinnerung an eine 17-jährige Schülerin, die am Wochenende von einem Mitschüler erwürgt wurde. Warum? Das ist die große Frage, auf die es aber bislang keine Antwort gibt, vielleicht niemals eine geben wird. Umso wichtiger war es den Schülern heute zu zeigen, wir wollen nicht vergessen. Das hier ist Melissa. Wenn Sie Melissa fragen, wie alt sie ist, dann hält sie so drei Finger hoch und ist ganz, ganz stolz, dass sie diese drei Jahre fast gänzlich im Krankenhaus verbracht hat, dass es um Leben und Tod ging. Das versteht sie zum Glück nicht. Aber Melissa weiß, dass eine Maschine, so groß wie eine Waschmaschine, sie am Leben hielt, dass sie zwei neue Herzen bekommen sollte und dass es beide Male schief ging. Und dass seit November in ihrem kleinen Körper ein fremdes Herz schlägt. Viel für eine Dreijährige. Umso bewundernswerter ist Melissas Geschichte. Da schläft sie. Ohne ihn wäre der Sonntag um eine Lieblingsserie vieler, vieler Fernsehzuschauer ärmer. Hans Geisendörfer hat sie erschaffen. Den Klausi, die Mutter Beimer, Else Kling, Benny und wie sie nicht alle heißen und hießen. Und mit seinem Baby ist auch der Vater der Lindenstraße älter geworden. Wir gratulieren ihm. Herzlichen Glückwunsch. Hoffentlich. Damit wir Stars wie Juli, Helene Fischer und die Scorpions und viele mehr live im Konzert erleben können, braucht es viele fleißige Menschen, die hinter der Bühne arbeiten. Das sind die, die selten im Rampenlicht stehen, aber ohne sie würde hier vorn, denn fürs Fernsehen gilt das natürlich genauso, gar nichts laufen. Für diese wichtigen Menschen gab es in Frankfurt jetzt eine Preisverleihung und die großen Stars sagten Danke. Ach, so viel Gefühl, da passt das zum nächsten Thema. Tue auch mal Gutes und sprich darüber, sagt sich Supermodel Naomi Campbell. Ist auch besser nach all den Skandalen. Jetzt also mal etwas fürs Herz. Genauer für die Wohltätigkeitsorganisation von Prinz Charles. Und so sieht das aus, wenn Naomi Spenden sammelt. Große Designer, schöne Kleider und viel, viel Presse. Als Kind wollte er Tierarzt werden. Wir können jetzt sagen, zum Glück hat er das gelassen. Wenn man die Aufgabe hat, etwas über Robert De Niro zu sagen, dann steht man vor einem Problem. Was lasse ich weg? Es ist einfach zu viel. Allein die Filme Goodfellas, Taxi Driver, Zeit des Erwachens, das sind ein paar Belege für ein unglaubliches Talent. Robert De Niro gibt selten private Interviews. Wir hatten die besondere Gelegenheit. Und seine Drogen sind die Frauen. Roberto Blanco hat es voll erwischt. Am Wochenende soll, wie Brisant erfahren konnte, auf den Seychellen geheiratet werden. Die fast 40 Jahre jüngere Lusandra. Sie sehen das junge Glück natürlich hier bei uns. Aber erst einmal wird's royal. Es gibt ja Menschen, die halten sich für Napoleon. Und Luna ist zwar ein Rindvieh, aber sie trägt einen Sattel und so hält sie sich eben für ein Pferd. Ist ja auch logisch. So ist Luna eben eine Kuh mit Identitätsproblem. Bitte schön, hier kommt sie.
Liebe Zuschauer, und obwohl wir jetzt gerade so heiter sind, es hat uns noch eine Eilmeldung erreicht. Im Hamburger Stadtteil Hamm hat es mindestens 2 Tote gegeben. Nach ersten Informationen hat ein Mann vor einem Kindergarten mindestens 2 Personen niedergeschossen. Nach Angaben der Polizei soll sich der mutmaßliche Täter anschließend selbst getötet haben. Der genaue Tathergang, die Hintergründe der Schießerei, all das ist noch völlig unklar. Es soll sich aber möglicherweise um eine Beziehungstat handeln. Ja, über die genaueren Hintergründe werden wir Sie morgen hier in der Sendung informieren. Wir verabschieden uns erst einmal von Ihnen und dann bis morgen. Tschüss.